Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute meine liebsten Buchschnitte und Sonderbücher, Sondereditionen zeigen, die sich so in meinem Bücherregal aktuell tummeln. Ich kriege da bei Instagram super oft Fragen gestellt, welches meine schönsten Bücher im Regal sind. Und ich hatte da auch mal ein Video gemacht, meine Meinung zu Buchschnitten und Co. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das versuche ich euch hier oben zu verlinken. Ich versuche dran zu denken. Ansonsten schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr es auf jeden Fall in der Videoliste. Ich habe damals im Video schon so ein bisschen gesplittet und ich werde es heute auch thematisch nochmal so ein bisschen splitten. Zum einen haben wir Originalbuchschnitte, die vom Verlag so herausgegeben wurden. Dann haben wir verschiedene Anbieter von Sonderbuchschnitten. Da mache ich auch nochmal eine Unterscheidung zwischen normalen Sonderbuchschnitten und Luxuseditionen. Und dann habe ich noch den Punkt englischsprachige Bücher und deren Sondereditionen, nenne ich es jetzt einfach mal so. Starten wir doch einfach mit den normalen Verlagsbüchern. Zum einen habe ich mir hier die Ravenhall Academy von der lieben Julia Kuhn ausgesucht. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich kann euch also zu den Inhalten der Bücher nicht so viel sagen, aber ich finde den Buchschnitt einfach unfassbar schön. Also Carlsen hat das auch nur auf der Front gemacht. Oben und unten ist weiterhin weiß. Es ist nur diese Seite bedruckt worden, aber ich finde sie unfassbar schön. Allein dieser Rabe. Ich finde das faszinierend, wie detailreich man sowas machen kann. Natürlich sind die Buchschnitte in der ersten Auflage mittlerweile so ein Thema, aber da habe ich auch im anderen Video schon drüber gesprochen. Aber ich finde es tatsächlich, wenn es bei einem Buch ist, das ich sowieso haben möchte und direkt lesen möchte, das hier habe ich geschenkt bekommen, von daher war es bei dem jetzt gerade ausnahmsweise nicht so, aber dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn diese Buchschnitte halt nur in der ersten Auflage sind. Und das nächste Buch, ja, ich weiß, es ist so ein Hype-Buch und alle hassen es irgendwie, aber alle lieben es auch irgendwie, natürlich Fourth Wings. Wing. Ich sage immer Fourth Wings. Es ist Fourth Wing. Ja, mit dem Erstauflagenbuchschnitt. Mit dem goldenen Drachen. Natürlich dabei. Wobei ich auch denke, dass eins vielleicht auch der große Drache sein soll. Oder vielleicht soll hier der goldene Drache sein und hier dann der. Okay, hier ist auch der goldene. Ich habe keine Ahnung, was für eine Bewandtnis das bei dem Buchschnitt hat. Aber ich liebe ihn. Ich bin auch sehr froh, dass ich es ergattert habe in der Erstauflage. Das war ja ein riesen Thema. Zu Band 2 gibt es auch wieder ein riesen Thema. Meine Bestellung wurde auch storniert bei Amazon. Ich muss es tatsächlich jetzt nochmal neu vorbestellen in der teuren Auflage. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, das ich niemals in diesem Leben verkaufen werde, weil es A, super aufwendig war, daran zu kommen. Also Yassi, nochmal vielen Dank fürs Organisieren. Und weil mich der Inhalt halt auch überzeugt hat. Ich bin ja normal kein Fan von Hype-Büchern, aber bei diesem stimmt sowohl der Inhalt als auch das Äußere. Ja, das waren jetzt zwei Original-Verlagsbuchschnitte. Und jetzt machen wir weiter mit den Anbietern von Buchschnitten. Ich habe mir einmal eins rausgesucht, das von der Witch Crown Box designt wurde. Und zwar ist das einmal Lore mit diesem wunderschönen griechische Mythologie angehauchten Buchschnitt. Ich finde es allgemein immer mega cool, wenn der halt so komplett schwarz ist und dann ist ein Ornament drauf oder ist eine Zeichnung drauf. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie so schwarze Buchschnitte unheimlich gern. Ich bin ja sowieso ein Fan von der griechischen Mythologie, also das Buch steht tatsächlich auch so rum in meinem Regal, weil ich dieses Bild unfassbar schön finde. Ich weiß nicht, ob das Hera sein soll oder ob das Medusa sein soll. Ah, das könnte eine Schlange sein. Das könnte eventuell auch Medusa sein. Ich habe das Buch tatsächlich auch noch nicht gelesen, weil ich es einfach so schade finde, es in die Hand zu nehmen und später ist was dran und dann ist dieses wunderschöne Sonderbuch
kaputt. Da sieht man auch noch, dass ich das Lesebändchen noch komplett richtig drin habe. Ja, das habe ich auf jeden Fall bei der Witchcrown Box gekauft. Ich war ja auch Witchcrown Repräsentatorin, da habe ich es auch nochmal bekommen. Das zweite Buch habe ich dann verlost. Aber ja, ich hatte es mir vorher schon gekauft, weil ich es so unheimlich schön fand. Es war eine liebe Idee, aber ich hatte es leider schon. Und das zweite Buch, das ich euch zeigen möchte, ist von der Bücherbüchse von Stefanie Hasse, Luca und Allegra. Und das ist auch genau wie Lore ein viereckiges Buch. Also es hat keinen abgerundeten Buchrücken, wie es bei anderen Büchern so der Fall ist. Und das hier ist nämlich auch viereckig gehalten. Ein komplett gerader Buchrücken. Und auch hier sieht man, dass ich es einfach noch nicht gelesen habe. Ich glaube, das ist einfach dieses Problem. Bücher lesen und Bücher sammeln sind zwei verschiedene Hobbys. Ja. Bis auf Fourth Wing habe ich bisher noch keins gelesen. Ja, hier auch dieser wunderschöne Buchschnitt. Einfach unfassbar schön. Die Designer geben sich da immer so, so viel Mühe. Ich habe das Buch damals vorbestellt, weil es hieß, es wird nur in limitierter Auflage gedruckt. Und dann war ich auf der Buchmesse und da hat die liebe Stefanie eine Signieraktion gehabt. Und dann habe ich es mir auf der Buchmesse nochmal signiert gekauft. Oder signieren lassen, gekauft und signieren lassen. Und habe dann meins quasi nochmal verkauft. Ja, und seitdem liegt sie am Regal und wurde noch nicht angerührt. Aber es ist schön. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, die auch von Anbietern von Sonderbucheditionen oder Sondereditionen von Büchern gilt. Es ist immer noch die Bücherbüchse, aber die Bücherbüchse hat noch eine zweite Kategorie eröffnet und zwar nennt sich das Luxuskollektionen. Und da, das habe ich euch auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten, habe ich zu der Chain of Gold und Chain of Iron Luxusedition gegriffen. War auch nicht so billig, aber sie sind halt wunderschön veredelt. Einmal mit einem Buchschnitt, dann mit goldenen Ornamenten. Einfach ein wunderschönes Buch, auch von innen. Ich habe es euch jetzt hier mal ausgepackt. Also das ist das Buch von innen. Gibt da auch noch ein Wendecover, aber ich finde das von außen eigentlich ganz schön. Auch hier die Charaktere. Ich denke, das soll James sein. Und hinten, ich denke, das soll Cordelia sein. Das sind auf jeden Fall James und Cordelia. Einfach nur schön. Ich bin die Reihe ja gerade am Lesen. Also wir sind jetzt gerade beim dritten Band bei Chain of Thorns. Den habe ich noch nicht in der Luxus-Edition, aber das werde ich definitiv noch nachholen. Ja, da gibt es auch von der anderen Reihe, die Lady Midnight und Lord of Shadows, ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt, auch aus dem Schattenjäger-Universum, gibt es da ein wunderschönes Luxus-Edition oder eine wunderschöne Luxus-Kollektion. Die steht auch auf meiner Liste, aber wie gesagt, sie sind halt nicht so günstig. Und dann kommen wir zu der letzten Kategorie, englischsprachige Sondereditionen. Da muss ich euch tatsächlich, oder mal, das heißt muss, möchte ich auch zwei Bücher aus der Schattenjäger-Ära, aus dem Schattenjäger-Universum zeigen. Und zum einen ist das Clockwork Angel, quasi der erste Band der Clockwork-Reihe, als englische Sonderedition. Das ist Tessa, die Hauptprotagonistin. Also da sind wirklich alle Charaktere noch mit abgedruckt. Das ist mega, mega schön. Hier ist mein geliebter Chan. Ich liebe ihn so sehr. Jessamine, die hat jetzt auch in der Chain-Reihe eine große Bedeutung. Henry und Charlotte. Will und Sophie. Und natürlich Gabriel Lightwood. Die Clockwork-Reihe ist ja eine meiner liebsten Reihen im Schattenjäger-Universum. Vielleicht auch wegen Cem. Aber
die City of Bones, also die Chroniken der Unterwelt-Reihe, finde ich auch mega klasse. Und dazu gibt es auch eine englische Sonderausgabe. All the Stories Are True. Yes, yes. Eine wunderschöne Ausgabe. Das soll wahrscheinlich Clary sein. Hier haben wir nochmal Simon und Isabel. Dann natürlich Chase und Magnus. Da hätten sie einfach Alec und Magnus auf einer Seite machen sollen, aber egal. Aber hier haben wir Alec und natürlich Clary Fairchild. City of Bones. Einfach richtig schön gemacht. Ich liebe es. Hier auch mit diesen Aufmachungen. Nein, das ist nicht. Einfach wunderschöne Bücher. Ich habe tatsächlich gar nicht mal so viele englischsprachige Bücher hier. Aber das wird sich vielleicht nach und nach noch ändern. Ansonsten dürft ihr mir jetzt gerne mal verraten, welche Luxus-Editionen, Sondereditionen, Sonderbuchschnitte ihr in eurer Sammlung zu verbuchen habt. Ich packe euch die Bücher natürlich als Links wieder in die Infobox. Das sind wie immer Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr ein Buch darüber kauft, kriege ich eine kleine Verkaufsprovision und ihr könnt mir da einfach ein bisschen mit unter die Arme greifen. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!